Fast alles, um Strom zu produzieren, erzeugt CO2. Und das CO2 ist wiederum schädlich für die Atmosphäre. Wenn die Sonne auf die Erde trifft, reflektiert die Erde das wieder, kommt zurück, aber die Atmosphäre wirft es ja wieder zurück, weil das CO2 die zu verdickt und dann erwärmt es die Erde immer mehr. Deswegen müssen wir das Klima schützen. Lehrer und Schüler zugleich. Das heißt, die Kinder Messgeräten, Luftgütemesser zum Beispiel, Infrarotthermometer, Ein- und Ausschaltsteckdose, Thermometer. Funktion der Klimakiste in dem Fall ist es tatsächlich einfach machen. Ist. Und wir uns natürlich über diese Frage sensibilisieren, müssen die Eisbären aussterben oder werden die ertrinken, wirklich an zu überlegen, na, was kann ich selber tun oder was kann meine Familie tun, was können wir als Schule tun. Und letztendlich kann man dann auch über diese Geräte, was ist CO2, wie funktioniert der Wärmehaushalt. Zu betrachten und zu sehen und auch zu verstehen und auf der anderen Seite sich immer wieder zu überlegen, was kann ich denn tun, auch wenn ich jetzt ganz unmittelbar gar nicht betroffen bin. Und die Erfahrungen, die dort gesammelt werden können, eben Fragen zu stellen und fragend sich